Ja, wer in diesen Tagen sein Spülmittel sucht im Supermarkt, der kommt ja nicht vorbei an den Bergen von Spekulatius, Dominosteinen und Lebkuchen. Die Vorweihnachtszeit ist da. Und die Vorweihnachtszeit erkennt man auch daran, dass demnächst wieder die Weihnachtsmärkte ihre Pforten eröffnen werden in den Innenstädten Deutschlands, aber in vielen Städten Deutschlands diesmal unter ganz besonderen Bedingungen. Einlass nur für Geimpfte und frisch Genesene. In Erfurt wird das so sein, in Mannheim, in Mainz, in Duisburg, in Berlin wird es Weihnachtsmärkte nur für unter 2G-Bedingungen geben. Der Erfurter Oberbürgermeister hat gesagt, man sei bemüht, den Leuten das alte Leben zurückzubringen. Deswegen werde die 2G-Regelung gelten. Ich bin schon alt genug, ich erinnere mich noch an das alte Leben und da gab es einfach keine Weihnachtsmärkte mit 2G-Regelung. 2G ist Diskriminierung, immer, und besonders an Weihnachtsmärkten hat 2G überhaupt nichts zu suchen. Wir erinnern uns vielleicht dunkel noch daran, Weihnachten, da geht es um Nächstenliebe, da geht es um Familie, für Christen geht es um die Geburt von Christi. Und wer dort eben von Christus und wer dort eben 2G-Regelungen einführt, hat von Weihnachten nicht verstanden. Wer unbedingt unter 2G-Veranstaltungen unter freiem Himmel veranstalten möchte, der soll vielleicht den Titel ändern und nicht von Weihnachtsmärkten sprechen, sondern von winterlichen Verkaufsveranstaltungen für Frischgenesene und Geimpfte. Das wäre meine Forderung, aber bitte nicht Weihnachtsmärkte. Alexander, ich kann dir nur zustimmen. Ich frage mich ja eh schon seit längerem, ob Deutschland eigentlich der Weltmeister im Ausgrenzen werden will. Also während andere Länder immer freier werden und auch schon den Freedom Day ausgerufen werden, werden wir immer unfreier. Und das mit 2G. Ich finde es furchtbar. Ich gehe ja auch nicht in Restaurants mit 2G, außer es handelt sich um Notfall, aber sonst nicht. Und da muss man ganz klar sagen, wir müssen aufhören, Menschen auszugrenzen. Das ist auch nicht gut für die Stimmung in unserem Land. Deswegen, ich finde das großartig und kann es nur unterstützen. Und wenn jetzt auch noch ein Satz dazu, wenn jetzt gerade noch der Michael Kretschmer, immerhin der sächsische Ministerpräsident, gesagt hat, 2G sei nun ein zwingendes Muss, dann ist das natürlich ein Satz, der eben eine Debatte eröffnet, die noch spalterischer und noch ausgrenzender wirkt in einer eh schon erhitzten Gesellschaft. Man kann darüber gerne diskutieren, aber zu sagen, es sei ein zwingendes Muss, jene Leute, die sich bisher nicht impfen haben lassen können oder wollen, von wesentlichen Bestandteilen der sozialen Teilhabe und des kulturellen Miteinanders auszuschließen, das ist und bleibt einfach diskriminierend. Aber ich fand Kretschmer immerhin ehrlich. Er hat gesagt, 2G ist ein Muss. Und bislang wird uns erzählt, seit Wochen, naja, es ist ja total freiwillig, wie sich ein Betrieb entscheidet zwischen 3G oder 2G. Das ist die Entscheidung des Betriebs. Aber man macht ja, man schafft ja die Anreize dafür, dass Betriebe es möglichst attraktiv finden, auf 2G umzustellen. Sonst würden die das ja nicht machen. Wer in Cafés geht, der findet dort ja keine, ich weiß nicht, Überzeugungstäter, keine radikalen No-Covid-Aktivisten, sondern die sagen einfach, ich krieg mehr Leute rein, wenn ich auf 2G umstellen kann, wenn die Leute nicht mehr Maske tragen müssen, wenn ich die Tische näher beieinander stellen kann. Deswegen stellen die Leute darauf um. Da reden wir aber immer von Innenräumen, ne? Weihnachtsmärkte unter freiem Himmel, da ist das Übertragungsrisiko sehr, sehr gering. Und bitte schön, Passkontrolle beim Einlass zum Weihnachtsmarkt. Also ihr Kinderlein kommt, aber nur, wenn ihr geimpft seid. Liebe deinen nächsten Geimpften wie dich selbst. Genau. Ja. Herr Palmer, wir sind Tübingen. Wir haben noch einen relativ kurzen Weihnachtsmarkt, ein Wochenende mit 3 Tagen. Also wir reden jetzt ja wahrscheinlich eher von Weihnachtsmärkten, die so 4 Wochen gehen und so. Ist ein bisschen was anderes. Und er ist mitten in der Altstadt. Infolgedessen kommt so mit Einlasskontrolle eigentlich nicht in Betracht, weil die Bürger wollen ja auch noch zu ihrer Wohnung. Wir haben noch nicht ganz entschieden, wie wir es machen, aber ich tendiere zu 3G. Und zwar aufgrund der baden-württembergischen Corona-Verordnung, die dann keine Einlasskontrolle verlangt. Es scheint anders zu sein. Mannheim Beispielen, die Sie zitiert haben. Also Mannheim macht es dann, weil es es will, aber nicht, weil es die Corona-Verordnung verlangt. Also keine Einlasskontrolle, weil es die Stadt selbst ist. Aber in den Konsumbereichen, also wo man trinken und essen kann, da ist dann quasi, wie wenn Sie ins Lokal gehen würden, ist dann 3G-Pflicht. Das halte ich für eine ganz gute Lösung, weil in der Tat so beim Rumlaufen, was soll das? Aber wenn ich jetzt Leuten eng gegenüber bin und man dann da isst und trinkt, da Maske tragen kann man da auch schlecht. In Ihrem Sinne. Da finde ich es jetzt nicht falsch, wenn ich weiß, um mich rum sind Leute, die entweder getestet oder genesen. Wer kontrolliert das dann auf dem Weihnachtsmarkt? Das machen wir dann über Sicherheitspersonal. Also die Stadt bezahlt Leute, ja, die dort auf dem Weihnachtsmarkt kontrollieren? Ja. An den Imbissständen und an den Getränken. Aber warum mit Blick auf die aktuelle Impfquote und auch die aktuellen Genesungszahlen? Also ich frage mich das wirklich als Bürgerin, wozu brauchen wir jetzt noch die Maßnahmen? Warum kann man nicht den Weihnachtsmarkt in Tübingen an den 3 Tagen einfach für alle offen machen? Also erstmal die legalistische Methode, weil das Land Baden-Württemberg das so vorschreibt. Es gibt Rahmenbedingungen. Ihr Ministerpräsident, der grüne Landmann. Ja, natürlich. Also nicht alleine, aber das Land Baden-Württemberg macht eine Verordnung, da muss ich mich dran halten. Ich sage es mir egal. Und inhaltlich würde ich im Moment sagen, wenn ich mir die Situation in UK angucke,
dass es wohl doch so ist, dass wir wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr durch Delta noch nicht über den Berg sind. Und dass es sich lohnt, vorsichtig zu sein, wenn es die Lebensqualität nicht zu sehr einschränkt und auch die Gesellschaft nicht spaltet. Und ich finde ein Angebot, wo jeder hin kann, aber man halt weiß, da ist ein Risikoschutz, das ist noch okay. Das würde ich diesen Winter noch aushalten. Werden die Tests dann auch kostenpflichtig in Tübingen sein? Das regeln wir noch. Übrigens ist 2G deswegen gar nicht so relevant, weil die Leute, seit die Tests Geld kosten, für einen Kaffee natürlich keine 15 Euro ausgeben. Ja. Ja, also real macht es kaum einen Unterschied. Mir sagen die Gastronomen, es kommt eigentlich niemand mehr mit 3G, also mit getestet, weil da muss ich ja vorher für Geld testen lassen, das lohnt sich nicht. Aber wir würden versuchen, das in der Weihnachtszeit mit dem christlichen Gedanken der Nächstenliebe wieder kostenlos anzubieten. Ja. Ah. Also für mich ist ja eigentlich, für mich ist ja eigentlich 2G nur unter einem Aspekt akzeptabel, wenn das mit gut gelaunt übersetzt wird. Sonst muss ich sagen, geht mir das zu weit. Und ich frage mich einfach bei diesen 2G, 3G, frage ich mich einfach, entspricht das eigentlich noch der Verfassung, dem Grundgesetz in Deutschland? Also in der Schweiz haben wir eine Riesendiskussion jetzt und nicht aus der Fringe-Ecke da, sondern von namhaftesten Staatsrechtlern, die sagen, dass die Zertifikatspflicht in der Schweiz, das geht übrigens weiter als in Deutschland, also wo man sich bei einem Teilnahme am sozialen Leben muss man ein Zertifikat vorweisen, auch in Verbindung mit einem Ausweis, dass dies gegen die Nichtdiskriminierungsartikel in der Bundesverfassung widerspricht und dass es auch dem Recht auf Bewegungsfreiheit in der Schweiz widerspricht. Und wir haben jetzt eine ganz intensive Diskussion mit Blick auf eine Volksabstimmung, wo sich also wirklich Rechtsprofessoren, Universität Zürich, Freiburg, Bern eingeschaltet haben, die gesagt haben, dass hier eigentlich eine Art latenter Verfassungsbruch stattfindet und dieses Gesetz, dass das dann verbriefen soll, unserer Verfassungsordnung widerspricht. Und das finde ich hier eigentlich die ganz spannende Frage. Inwiefern hat sich eigentlich diese Covid-Pandemie sozusagen politisch verselbstständigt, dass man daraus jetzt quasi Einschränkungen ableitet, die gar nicht mehr gedeckt sind durch die Verfassung? Aber da gibt es halt ein gutes Zeichen heute, ne? Also dass die Ampelkoalition sagt, wir beenden diese Notstandsgesetzgebung in 3 Wochen. Das finde ich extrem wichtig, weil die Sorge, man richtet sich da gemütlich ein im Obrigkeitsstaat und macht immer weiter, die hatten viele. Ich habe auch schon einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, das wird mir jetzt langsam zu bunt. Und dass sie jetzt klar gesagt haben, wir machen da nicht weiter, das finde ich mal ein gutes Zeichen. Aber wir haben eben in Deutschland im Unterschied zur Schweiz ein Bundesverfassungsgericht und das hat sich bisher eben jetzt nicht durch eine, soll ich sagen, eine extreme Energie hervorgetan, diese möglichen Verstöße. Durch sehr gemütliche Abendessen mit der Kanzlerin. Ja. Womöglich, ich weiß es nicht, aber es hat zumindest einen Geschmäckle und jetzt wird für Oktober, November die Entscheidung über die Bundesnotbremse angekündigt. Hätten wir auch schon mal vorher machen können, vielleicht sogar schon vorher. Das ist ja mit dem Bundesverfassungsgericht schon ein sehr, sehr spannender Punkt. Da gibt es auch verschiedene Punkte, wo man ganz klar sieht, es ist etwas schwierig, warum beispielsweise alle Anträge mit Blick auf die Ausgangssperren einfach noch nicht entschieden wurden. Aber ich muss hier noch aus meiner Sicht einen entscheidenden Punkt reinbringen. Warum macht man das Ganze? Man möchte ja die Leute dazu bringen, dass sie sich impfen lassen. Und jetzt habe ich eine Umfrage gesehen in Deutschland. 2/3 der Ungeimpften haben gesagt, sie würden sich unter keinen Umständen impfen lassen, weil sie sagen, die Impfung sei aus ihrer Sicht unsicher, Langzeitfolgen und die Wirksamkeit sei nicht bekannt. Das heißt, mit diesen erzieherischen Maßnahmen bringt man diesen Hardcore von 2/3 Ungeimpften, den bringt man gar nicht dazu, dass man die in die Impfung nötigen kann. Und das muss man, lass mich sagen, man muss doch akzeptieren, wenn sich Leute eine bestimmte medizinische Behandlung nicht unterziehen wollen. Der Staat darf nicht in die Körpersäfte der Menschen hineinregieren. Ja, vor allem, es gab auch im Oktober schon eine Umfrage unter Ungeimpften, und da haben über 70% gesagt, dass sie Sicherheitsbedenken haben. Mhm. Und über 60% haben gesagt, dass sie sich auch schon aus Trotz nicht impfen lassen wollen. Und ich glaube, spätestens da hätte die Bundesregierung erkennen müssen, gerade auch im Osten Deutschlands, wo diese politische Trotzreaktion aus historischen Gründen sehr gut nachvollziehbar ist, Druck funktioniert nicht. Und man hat nun mal auf Impfdruck gesetzt. Man hat den Menschen das Blaue vom Himmel versprochen. Man hat gesagt, sobald jeder ein Angebot hatte, nehmen wir die Maßnahmen zurück. Als jeder ein Angebot hatte, wollte man davon nichts mehr wissen. Und man hat stattdessen auf Druck gesetzt, auf 2G, auf Schelte über die Medien und sonst was. Und es geht einfach nicht. Und heute sind es eben vor allem, das finde ich eben sehr, sehr problematisch, Institutionen, die staatlich und damit für unser aller Geld finanziert werden, die
Vorreiter sind bei der 2G-Bewegung, die Elbphilharmonie in Hamburg, Wissenschaftskolleg in Berlin, viele Opernhäuser, die also von unser aller Geld für soziale, kulturelle Teilhabe und Bildung bezahlt werden. Und die sind nun ganz vorne dabei, diese 2G-Regeln einzuführen. Das stimmt auch in Düsseldorf, meine Heimatstadt. Okay, und dadurch werden eben dann, momentan sind 77% der Volljährigen vollständig geimpft, das heißt aber immerhin noch, über 20% werden von der Möglichkeit dieser Teilhabe ausgeschlossen, müssen aber dafür bezahlen. Wir werden das Corona-Problem heute nicht mehr gelöst kriegen hier an dem Tisch. Es.